Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und wie ich bereits das letzte Mal angekündigt habe, wollen wir uns heute mit dem Thema des wahren Verständnisses weiter auseinandersetzen. Wir hatten gesehen, dass um überhaupt die Wahrheit erkennen zu können, wir von Gott berufen sein müssen. Dass wir von uns aus die Wahrheit nicht erkennen können. Wir können uns noch so sehr abmühen, die Bibel zu verstehen. Wenn Gottes Geist nicht mit uns wirkt, mit uns zunächst einmal, bevor wir getauft sind, dann aber auch in uns ist, wenn wir getauft worden sind, dann ist alles Bemühen zunächst einmal nutzlos. Gott muss uns berufen und Gott muss uns die Erkenntnis der Wahrheit geben. Aber er tut es nur dann, auf einer kontinuierlichen Basis, wenn wir bereuen. Wenn wir zunächst einmal bereuen, was wir getan haben, was wir sind, dass wir gegen sein Gesetz verstoßen haben. Und schauen Sie, das geht nicht nur um den Zeitpunkt vor der Taufe, das geht auch um den Zeitpunkt nach der Taufe. Wenn wir Gottes Geist erhalten haben, und wir feiern ja heute das Pfingstfest, und wir denken ja daran, dass das Pfingstfest eben uns verdeutlicht, dass Gott damals den Heiligen Geist an seine neutestamentliche Kirche gegeben hat. Wenn wir den Geist erhalten haben, müssen wir weiterhin kontinuierlich bereuen. Denn schauen Sie, selbst mit dem Geist in uns werden wir von Zeit zu Zeit sündigen. Und so ist die Reue nicht eine einmalige Angelegenheit, sondern eine kontinuierliche. Und mit Reue geht Gehorsam einher. Reue bedeutet ja, man ist sehr darüber betrübt, dass man das Falsche getan hat, dass man der Unwahrheit gehorcht hat und man will jetzt das Richtige tun. Man will also der Wahrheit gehorsam sein. Nun, wie kommt es zur Reue? Ich meine, können Sie diese Reue von sich selbst heraus erarbeiten? Nun, es gibt eine Reue, von der die Bibel spricht, aber das ist eine menschliche Reue. Und die ist nicht kontinuierlich, die ist nicht permanent. Die ist heute da und morgen ist sie dann weg. Das ist die Reue, die man bereut. Darum geht es nicht. Es geht um eine kontinuierliche Reue, die Beständigkeit hat. Schauen wir uns in Apostelgeschichte Kapitel 5, einmal Vers 31 an. Apostelgeschichte 5 und Vers 31. Es geht nämlich nicht nur um eine menschliche Regung, eine menschliche Traurigkeit. Man ist vielleicht traurig, weil man etwas Falsches getan hat, weil man vielleicht jetzt ertappt worden ist. Nein, es geht um die tiefe innere Reue des Herzens. Und so sagt hier der Apostel, den, Jesus Christus, hat Gott euch durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel, und wir sind heute das geistliche Israel, um Israel Buße, besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Schauen Sie, Jesus Christus wurde auferweckt, er ist gen Himmel gefahren, er ist jetzt unser Hohepriester, der für uns eintritt im Himmel, auch im Hinblick darauf, uns Reue, nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch Reue zu geben, denn Reue ist notwendig, um überhaupt Vergebung der Sünden zu erlangen. Das gilt für die Zeit vor der Taufe, das gilt für uns heute, die wir den Heiligen Geist haben. Reue muss von Gott kommen, die wahre Reue, um die es hier geht. Auch das ist etwas, was man nicht sich erarbeiten kann, das nicht auf den Willen des Fleisches beruht. In 2. Timotheus, Kapitel 2. Und wie wir Gott um den Heiligen Geist bitten können und bitten sollen, wie wir das letzte Predigt gesehen haben, tagtäglich, müssen wir Gott auch um Reue bitten, dass er uns Reue schenkt, dass wir verstehen, was wir getan haben, dass das falsch war und dass wir jetzt wirklich es bereuen und nicht mehr das Falsche tun wollen. 2. Timotheus Kapitel 2, angefangen Vers 24. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 24, das heißt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht, Luther schreibt hier Buße, eigentlich eine sehr unglückliche Übersetzung von Luther, ich weiß nicht, warum der laufend hier Buße schreibt, das Wort heißt Reue. Mit anderen Worten, ob ihnen Gott vielleicht Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen. Schauen Sie,
Reue und Erkenntnis der Wahrheit gehören zusammen. Haben Sie das gewusst? Wenn Sie sündigen und die Sünde nicht bereuen und weiterhin auf dem Weg der Sünde gehen, werden Sie auch die Wahrheit nicht erkennen. Gott gibt einem den Heiligen Geist ja dann, wenn man ihm gehorcht. Gehorsam beinhaltet zunächst einmal, dass man bereut. Und der Heilige Geist beinhaltet die Erkenntnis der Wahrheit. So müssen Sie kontinuierlich bereuen, um kontinuierlich in der Wahrheit wachsen zu können. Und so sagt er hier, ob Gott Ihnen vielleicht Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem Sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass wenn Sie sündigen, Sie sich in der Verstrickung des Teufels befinden? Sie sind dann nicht mehr nüchtern, Sie sind dann quasi betrunken. Es gibt ein religiöses System, das im Buch der Offenbarung beschrieben wird, Babylon. Das hat alle Völker trunken gemacht, durch den Zornwein seiner Lehren, wie es heißt. Man ist dann nicht mehr nüchtern, die Wahrheit zu erkennen. Man ist dann nicht mehr nüchtern, sich aus der Verstrickung des Teufels zu befreien. Alles dies ist nur dann möglich, wenn wir zunächst einmal Reue von Gott erhalten. Aber dann müssen wir natürlich diese Reue auch anwenden. Wir müssen sie in unserem Leben wirken lassen. Aber diese Reue muss von Gott kommen. Die menschliche Reue, die wir vielleicht so uns erarbeiten können, ist nicht genug. Die ist nur zeitweilig, die vergeht. Die Reue, die von Gott kommt, die ist beständig und permanent. Aber auch hier sehen wir wieder, Reue ist ein Geschenk Gottes. In Römer Kapitel 2 und Vers 4. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Er spricht hier den Menschen an in Vers 3, der vielleicht große, schwellende, überschwängliche Worte des Preises und des Lobes Gottes von sich gibt, aber selbst dann nicht so lebt, wie er leben sollte. Und er sagt hier, denkst du Mensch, der du die richtest, die solches tun, also mit anderen Worten, der verurteilt sogar die anderen, die dann nicht so leben, wie sie sollten, aber er tut das Gleiche nicht und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst. Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Reue leitet? Gottes Güte, Gottes Langmut, Gottes Barmherzigkeit leitet uns zur Reue, gibt uns die Reue, die wir dann allerdings auch anwenden müssen in unserem Leben, um dann wirklich auch zu bereuen und gehorsam zu werden und den richtigen Weg zu gehen. Wenn wir das ablehnen, wenn wir andere belehren und belehren uns selbst nicht, dann lehnen wir Gottes Güte ab, die uns die Reue anbietet. Aber wiederum auch hier, die Reue ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Lukas Kapitel 13. Auch hier eine sehr wichtige Stelle, die sich auf uns bezieht, ob wir jetzt getauft sind oder nicht. Wenn wir noch nicht getauft sind, dann bietet uns Gott seine Geschenke an und erwartet natürlich dann auch, dass wir darauf reagieren und uns dann taufen lassen, sodass wir den Heiligen Geist Gottes erlangen. Wenn wir getauft sind, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben und wir lehnen dann aber kontinuierlich ab, der Leitung des Geistes zu folgen, dann trifft auch das auf uns zu, was hier beschrieben steht. Lukas Kapitel 13, angefangen in Vers 1. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht bereut, Buße tut, bereut, werdet ihr alle auch so umkommen. Letztendlich, wenn wir uns weigern zu bereuen, werden wir umkommen. Und für diejenigen, die den Heiligen Geist erlangt haben, die werden sogar in alle Ewigkeit umkommen, die werden den ewigen Tod erleiden müssen. Oder meint ihr, Vers 4, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht bereut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und nachdem er diese Einleitung gegeben hat, gibt er uns ein Gleichnis. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Also dieser Feigenbaum war in dem Weinberg Gottes gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Schauen Sie, wenn wir im Weinberg Gottes gepflanzt sind, erwartet Gott von uns, dass wir Frucht bringen, dass wir überwinden, dass wir zunehmen an Charakterstärke, am Glauben,
an der Erkenntnis, an der richtigen Lebensweise. Er suchte die Frucht, er erwartete, dass da Frucht war, aber der fand keine. Und da sprach er zu den Weingärtnern, Vers 7, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn um. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Wenn Gott einen beruft und diese Person weigert sich, auf diese Berufung zu reagieren, nach einer gewissen Zeit sagt Gott, okay, ich werde mit dieser Person nicht mehr weiterarbeiten, ich werde meine Gnade jemand anderem erweisen. Und wenn wir in der Kirche Gottes sind und den Heiligen Geist erlangt haben, uns aber dann weigern, Frucht zu bringen, kontinuierlich wird Gott das Gleiche sagen. Was nimmt der anderen den Platz? Ich werde ihn ersetzen, wie er damals König Saul ersetzt hat, durch König David, einen Mann nach dem Herzen Gottes, nachdem König Saul sich gegen Gott gewendet hatte. Und so sagte hier, 3 Jahre lang habe ich Frucht gesucht, keine gefunden. Hau ihn um. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Vers 8, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihm dünge. Mit anderen Worten, ich werde mich jetzt ganz persönlich, individuell mit dieser Person beschäftigen, werde diese Person dazu animieren, doch noch Frucht zu bringen. Werde alles tun, was möglich ist, um diese Person dazu zu animieren, Frucht zu bringen. Vielleicht, Vers 9, bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Die Zeit wird kommen, wenn Gott sagen wird, genug ist genug. Wir lesen von der unbegrenzten Barmherzigkeit und Gnade und Geduld Gottes. Und das ist auch wahr. Aber Gott erwartet auch etwas von uns. Er erwartet auch, dass wir seine Geschenke annehmen. Dass wir seine Geschenke in unserem Leben anwenden. Wenn wir uns beharrlich weigern, es zu tun, dann wird auch für uns der Zeitpunkt kommen, wenn Gott sagt, genug ist genug. Schauen Sie, Gott zwingt uns das Heil nicht auf. Er will, dass wir uns für das Heil entscheiden. Und auch in unserem Leben unter Beweis stellen, dass wir wirklich würdig sind, es zu erlangen. Schauen Sie, Reue ist eine Gabe Gottes. Das richtige Verständnis ist eine Gabe Gottes. Die Berufung ist eine Gabe Gottes. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Auch das ist wichtig zu verstehen. Schauen wir uns Philipper Kapitel 1 an und Vers 29. Einige meinen, ach, ich kann mir den Glauben erarbeiten. Ich kann aufgrund meiner eigenen intellektuellen Weisheit Glauben finden. Das kann man nicht. Wenn Gott einem den wahren Glauben nicht schenkt, dann kann man sich selbst diesen Glauben nicht erarbeiten. Philipper Kapitel 1 und Vers 29. Schauen Sie, was Paulus hier sagt. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Hier werden 2 Dinge angesprochen. Der Glaube und sogar auch das Leid. Es ist alles dies eine Gabe Gottes. Selbst Leiden kann eine Gabe Gottes sein, wenn sie dazu dient, eine Vervollkommnung unseres Charakters zu erwirken. Aber hier möchte ich betonen, dass gesagt wird, es ist uns gegeben, an ihn zu glauben. Und es ist nicht nur uns gegeben, an ihn zu glauben, sondern wenn wir Gottes Geist haben, ist uns auch der Glaube Christi gegeben. Christus lebt in uns durch seinen Glauben. Und auch diesen Glauben müssen wir natürlich dann in unserem Leben anwenden. Nichts davon kann erarbeitet werden. Schauen Sie, wie ich in der letzten Predigt sagte, es geht nicht um den Willen des Fleisches. Es geht nicht um Fleisch und Blut. Es geht nicht um die Weisheit dieser Welt, die zur Torheit geworden ist im Augenmerk Gottes. Es geht darum, dass Gott uns diese Dinge geben muss, aber wir müssen sie akzeptieren. Wir müssen sie anwenden, anerkennen und wir müssen sie in unserem Leben dann unter Beweis stellen. Nun, wenn eine Person die Gabe des Glaubens erlangt, die Gabe der Reue erlangt, wie antwortet dann diese Person auf diese Gaben? Und wie kann eine Person, die diese Gaben bereits erlangt hat, die den Heiligen Geist erlangt hat, wie kann sie weiterhin kontinuierlich diese Dinge in ihrem Leben anwenden? Geht es darum wiederum, dass man einen starken Willen hat, dass man das so tun will. Und weil man es eben tun will, jetzt rein menschlich gesehen, kann man das auch. Römer Kapitel 8. Die Verse 3 und 4, wenn es um den menschlichen Willen geht, und wenn es nur darum geht, dann sind wir alle Versager. Alle ohne Ausnahme.
Römer Kapitel 8, die Verse 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Schauen Sie, die Menschen wollten das Gesetz halten, konnten es aber nicht halten, weil sie eben Fleisch und Blut waren. Und Fleisch und Blut kann das Gesetz Gottes nicht halten. So ist das Gesetz gerecht und gut, wie Paulus sagt. Es geht nicht darum, dass das Gesetz schlecht wäre. Es geht darum, dass wir Menschen zu schwach sind, es zu halten. Und Gott musste einen Weg uns zeigen, wie wir es halten können. Und er zeigt uns diesen Weg hier in Römer 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er war Mensch, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihm war er in der Lage, die Sünde im Fleisch zu verdammen. Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, es ist durch die Kraft des Geistes, des Geschenkes Gottes an uns, dass wir in der Lage sind, das Gesetz Gottes zu halten. Es geht nicht darum, dass wir das Gesetz nicht mehr halten müssen. Jemand schrieb mir kürzlich, ach, das Gesetz braucht man nicht mehr zu halten. Es geht nicht mehr darum, Vorschriften zu halten. Es geht nur darum, dass man die Liebe Gottes in seinem Herzen trägt. Ja, was ist die Liebe Gottes? Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Schauen Sie, wie verwirrt diese Menschen sind, die nicht von Gott berufen sind, die Wahrheit zu erkennen. Und wenn sie meinen, davon irgendwie Lehren entgegennehmen zu können, dann befinden sie sich auch in einem großen Irrtum. Nein, die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert muss in uns erfüllt werden. Durch uns erfüllt werden. Wodurch kann sie erfüllt werden? Weil wir nach dem Geist leben. Nicht mehr nach dem Fleisch. In Römer Kapitel 8 und Vers 14. Und ich möchte diese Stelle hier aus der Mengebibel vorlesen, weil die Lutherbibel sie ziemlich ungenau übersetzt. Aber in Römer Kapitel 8 und Vers 14 heißt es hier laut der Mengebibel und übrigens auch laut der Elberfelder Bibel: Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, oder wie es hier in der Anmerkung heißt, oder sich leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Wir müssen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Gott gibt uns Führung, Gott gibt uns Leitung durch seinen Geist. Und so leben wir dem Geiste nach. Und auch hier wiederum eine weitere Stelle in der Mengebibel, in Galater Kapitel 5 und Vers 18. Galater Kapitel 5 und Vers 18. Auch hier lese ich aus der Mengebibel vor. Und wie gesagt, die Elberfelder Bibel hat es auch so. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Nun, das heißt nicht, dass man das Gesetz nicht mehr halten muss. Wir hatten ja gerade gelesen, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert durch uns erfüllt wird, die wir nach dem Geist leben, die wir uns vom Geist leiten lassen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das heißt unter seiner Strafe. Wenn wir das Gesetz brechen, dann befinden wir uns unter dem Gesetz, weil jetzt die Strafe des Gesetzes über uns schwebt. Und die Strafe des Gesetzes, der Sold der Sünde, ist der Tod, der ewige Tod. Aber wenn wir uns vom Geist leiten lassen, dann werden wir nicht mehr sündigen. Schauen Sie, wir werden mehr und mehr in der Lage sein, nicht mehr zu sündigen. Und wenn wir es tun, können wir nach wie vor Vergebung von Jesus Christus erlangen. Und der erste Johannesbrief zeigt uns dies, sodass wir weiterhin dann in Gerechtigkeit leben können. So, je mehr wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, je weniger sollten wir sündigen. Das zeigt uns auch, dass viele heute, die meinen, sie hätten den Heiligen Geist, ihn keineswegs haben, wie wir noch sehen werden, weil sie eben nach wie vor in ganz schrecklicher Weise sündigen. Nun, der Heilige Geist wird uns als ein Geschenk gegeben, aber wir müssen dieses Geschenk annehmen. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen und wenn wir uns vom Geist leiten lassen, dann werden wir die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert erfüllen. Daraus folgt, dass also auch Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes sein muss. Wir können auch diese Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert nicht von uns aus
herstellen. Das ist das, was die Israeliten im Alten Testament versucht haben zu tun, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen, und haben dadurch kläglich versagt, weil das Gesetz durch das Fleisch geschwächt diese Dinge nicht bewirken kann. Nur der Geist in uns kann es bewirken. Schauen wir uns Römer Kapitel 5 an. Und zunächst einmal in Vers 12. Römer Kapitel 5 und Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen, Adam und Eva in dem Sinne, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. Schauen Sie, wie wir gerade gesehen hatten, in Römer 6 und Vers 23 heißt es ja, der Sünde sollt, ist der Tod. Also, die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Warum? So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Es geht hier also nicht um die Erbsünde per se, dass also jetzt Adam gesündigt hat und wegen seiner Sünde sind wir alle zum Tode verurteilt. Nein, alle haben gesündigt. Alle haben der Sünde Adams gefolgt und sind dieser Sünde gefolgt. Und sie haben alle gesündigt und von daher haben sie alle den Tod über sich gebracht. Es nahm den Anfang mit Adam und Eva, das ist richtig. Aber alle haben diesem falschen Beispiel Folge geleistet, haben alle gesündigt. Und nun heißt es hier aber weiter, in Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Schauen Sie, wir empfangen die Gabe der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der jetzt in uns lebt, der sein gerechtes Leben in uns führen will und durch uns führen will. Aber wir müssen ihn auch lassen. Es geht hier um die Gabe der Gerechtigkeit. Im Griechischen nebenbei gesagt ist das Wort für Rechtfertigung, manchmal liest man hier Rechtfertigung und Gerechtigkeit dasselbe. Im Griechischen sind beide Worte dasselbe. Im Deutschen wird manchmal Rechtfertigung gesagt und manchmal Gerechtigkeit. Der Grund liegt daran, dass Rechtfertigung damit zusammenhängt, dass wenn wir gesündigt haben, wir brauchen dann die Vergebung der Sünde und das rechtfertigt uns dann wieder in den Augen Gottes. Und dann fahren wir fort, diesen gerechten Weg der Gerechtigkeit zu leben. Also Rechtfertigung und Gerechtigkeit gehören zusammen. Im Griechischen, wie gesagt, nur dasselbe Wort. Aber es gibt schon gewisse Nuancen hier. Alles dies aber kommt von Gott. Schauen Sie, auch die Rechtfertigung kommt ja nun von Gott. Wir können uns ja nicht selbst rechtfertigen. Wir können nur dadurch gerechtfertigt werden, dass wir Vergebung der Sünden erlangen, weil Jesus Christus gestorben ist, weil wir sein Opfer anerkennen, weil er uns vergibt. Und wenn wir alles dies tun, wenn wir die Geschenke Gottes anerkennen in unserem Leben und anwenden, dann steht uns eine herrliche Zukunft bevor. In Römer Kapitel 6 und Vers 23 wird zunächst einmal darauf eingegangen. Zunächst einmal wird über den falschen Weg gesprochen, wie ich schon sagte. Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Aber, schauen Sie, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Aber wie wir gesehen haben, das ewige Leben wird uns nicht dann zuteil, wenn wir uns weigern, die anderen Gaben, die hin zum ewigen Leben führen, abzulehnen. Nun, die meisten Menschen heute, die glauben gar nicht daran, dass es die Gabe Gottes ist. Die meinen nämlich, sie hätten bereits schon das ewige Leben. Die meinen, sie hätten eine ewige, unsterbliche Seele. Und wenn der Mensch stirbt, dann geht die ewige, unsterbliche Seele in den Himmel. Nichts von Gabe Gottes, nichts von Sünde. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass der Mensch sterblich ist und dass Gott uns die Gabe des ewigen Lebens geben muss. Und er tut es nur dann, wenn wir die Voraussetzungen, die wir heute und in der letzten Predigt erörtert haben und noch erörtern werden, erfüllen. Gott gibt uns nicht ewiges Leben in Sünde. Er gibt uns nicht ewiges Leben, wenn wir nach wie vor ungehorsam sein wollen, uns nicht bessern wollen, nicht bereuen wollen, nicht die Gabe des Glaubens, des ewigen Lebens annehmen wollen, in dem Sinne, dass wir so leben wollen, wie Gott es uns vorschreibt. Was müssen wir tun, wenn wir berufen sind von Gott und dann letztendlich das ewige Leben erhalten wollen? Müssen wir etwas tun? Einige meinen, Gott beruft uns, Gott bietet uns das Heil an, wir sind gerettet, wir sind heilig gesprochen. Egal was wir tun, wir werden immer heilig bleiben.
Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Auch da herrscht viel Verwirrung. Andere meinen, diejenigen, die sich das Heil verscherzen, die werden für alle ewige Zeiten in der Hölle braten und schmoren. Auch das ist nicht etwas, was die Bibel lehrt. Eine solche Hölle wird nirgendwo in der Bibel erwähnt. Diejenigen, die unvergebbare Sünde begehen, die werden in der Tat vernichtet werden. Die werden den Tod erleiden. Tod ist nicht nur etwas, was getrennt ist von Gott, wie das einige so interpretieren. Tod ist das Gegenteil von Leben. Wenn wir also das ewige Leben erhalten, werden wir nicht mehr sterben, wie Christus sagt. Wenn wir sterben, werden wir kein ewiges Leben haben. Zwei totale Gegensätze. Und so werden diejenigen, die unvergebbare Sünde begehen, getötet werden, vernichtet werden, ihre Existenz wird aufhören. Das ist das, was die Bibel lehrt. Sonst wäre das auch ein wenig mit der Barmherzigkeit Gottes kaum in Einklang zu bringen. Aber wie gesagt, was müssen wir tun? Matthäus Kapitel 11 und Vers 14. Matthäus Kapitel 11 und in Vers 14. Wenn ihr es annehmen wollt, sagt Christus hier. Christus hatte ihnen etwas über den alten Elia erzählt und die Tatsache, dass jemand im Geist und der Erkenntnis Elias kommen würde. Und er sagt jetzt hier, wer dieser Elia war, wer diese Person war, die im Geiste des Elias kommen würde zu seiner Zeit. Wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Und er spricht hier von Johannes dem Täufer. Aber er sagt, wer es annehmen will. Also Gott bietet es an, aber wir müssen es annehmen. Hier geht es um einen Teil der Wahrheit. Und Gott bietet diese Wahrheit an durch Christus, aber wir müssen diese Wahrheit anerkennen. Viele heute wollen dies nicht tun, denn es entspricht nicht dem, was sie so sich vorgestellt haben, was sie durch ihre eigene menschliche Weisheit konstruiert haben. Und wenn sie dann die Wahrheit Gottes hören, dann lehnen sie die ab. Denn sie entspricht ja nicht dem, was man selbst so will. Und vor allen Dingen würde sie vielleicht auch zu Konsequenzen führen, dass man gewisse Dinge tun muss, die man nicht tun will. Wie zum Beispiel, Gott sagt uns, nicht die heidnischen Festtage, die heute im Christentum gehalten werden, zu halten. Und ich spreche hier von Weihnachten, ich spreche von Ostern. Ich spreche von Neujahr, von Halloween. Und Gott sagt uns auch, ihr müsst aber die jährlichen Festtage halten. Ich spreche hier von Pfingsten, aber dem richtigen Pfingsten, nicht der interessanten Idee, die man jetzt in Deutschland hat, wo man ein altes heidnisches Pfingstfest genommen hat und hat das ein bisschen so mit christlichem Gedankengut umkleidet. Darum geht es nicht. Es geht um die jährlichen Festtage, die in der Bibel klar und deutlich erwähnt werden und die vorgeschrieben sind und die die Apostel in der neutestamentlichen Kirche gehalten haben und die nach wie vor zu halten sind. Es geht auch um den Sabbat, den wöchentlichen Sabbat. Der wurde vom Christentum, dem sogenannten orthodoxen Christentum, durch den Sonntag ersetzt. Und wenn Menschen diese Dinge hören, diejenigen, die berufen sind, die müssen gleichwohl noch die Entscheidung treffen, das auch anzuerkennen. Aber zunächst einmal hat Gott ihnen die Wahrheit offenbart, er hat ihnen gezeigt, das müsst ihr tun. Die meisten Menschen heute, die sind ja auch nicht berufen, die wollen das gar nicht anerkennen. Denn wenn sie es anerkennen würden, dann müssten sie ja auch zu dem Ergebnis kommen, sie müssten dann etwas tun. Und sie wollen es nicht tun. Vielleicht das Schwierigste heute ist für die Menschen, den Sabbat zu halten. Denn das ist so ein Testgebot. Will man wirklich Gott gehorsam sein? Oder will man nicht viel mehr weiter so leben, wie der Rest der Menschheit es tut? In Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1 und in Vers 5. Es geht nämlich nicht nur um theoretischen Glauben, um theoretische Reue, es geht ganz rein praktisch um die Anwendung dessen, was Gott uns zeigt. Und Paulus sagt hier in Römer 1 und Vers 5, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Schauen Sie, Paulus lehrte die Heiden, ihm zu folgen, wie er Christus folgte. Und wir lesen zum Beispiel, dass Christus die Gewohnheit hatte, den Sabbat zu halten. Wir lesen, dass Paulus die Gewohnheit hatte, den Sabbat zu halten. Er sagt den Heiden, ihr müsst mir folgen, wie ich Christus folge. Mit anderen Worten, ihr müsst den Sabbat halten.
Im Hebräerbrief sagt er, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat weiterhin zu halten. Aber das ist das, was jene, die nicht berufen sind, von Gott nicht hören wollen, nicht akzeptieren wollen, nicht fassen wollen, nicht anerkennen wollen. Sie verstehen die Wahrheit Gottes nicht. In Römer Kapitel 2 lesen wir in Vers 5, nachdem wir gerade gelesen hatten, dass Paulus sagte, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Reue leitet? Vers 5, du aber, er spricht Christen an, wenn wir das so lesen wollen heute. Die Wahrheit oder vielmehr die Gnade Gottes leitet dich, machen Sie das ganz persönlich jetzt, leitet dich zur Reue. Du aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen oder reuelosen Herzen, häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Schauen Sie, die haben es noch nicht. Diejenigen, die berufen sind und dieser Berufung Folge leisten und die Reue Jesu Christi und Gottes des Vaters kontinuierlich annehmen und sich bessern und immer mehr ein besseres Leben, ein gottgehorsames Leben führen und dadurch nach unvergänglichem Leben trachten, die werden es erhalten, und zwar in Herrlichkeit. Vers 8, Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Schauen Sie, die haben die Wahrheit erkannt scheinbar, aber sie wollen ihr nicht gehorchen. Und Gott sagt, okay, wenn ihr so euch verhalten wollt, ihr werdet Ungnade und Zorn erlangen, weil ihr der Wahrheit nicht gehorcht, aber weiterhin der Ungerechtigkeit gehorcht, wie er sagt. Und dann sagt er in Vers 9, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wir haben eine Wahl. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Gott bietet uns seine Wahrheit an. Er will, dass wir der Wahrheit gehorsam sind. Einige sind es, andere sind es nicht. Aber Gott wird dann auch insoweit dann auch handeln. Denken wir daran, wie wir dies bereits in der letzten Predigt gehört haben. Gott wird letztendlich seine Gnade denen wegnehmen, die nicht willens sind, diese Gnade anzuerkennen. In Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 lesen wir die Verse 22 bis 24. Johannes Kapitel 14, die Verse 22 bis 24. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Sie heute Erstlinge sind, die die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes erlangt haben, wenn Sie sie erlangt haben? Oder wenn Sie sie noch nicht erlangt haben, aber sich auf dem Wege dorthin befinden? Was bedeutet das, dass Sie jemand sind, den Gott berufen hat und nicht die Welt? Nicht die Masse der Menschen? Und Christus sagt in Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ah, was? Man muss Gottes Wort halten? Man muss das Gesetz halten? Man muss die Gebote halten? Wer mich liebt, sagt Christus, der wird das tun. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, sowohl der Vater als auch der Sohn Jesus Christus, wir werden kommen zu ihm. Und Wohnung bei ihm nehmen, die werden in uns leben durch den Heiligen Geist, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausströmt. Vers 24, wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Also wenn Sie jetzt bestimmen wollen, erkennen wollen, wer Gott wirklich liebt, dann fragen Sie sich, halten diese Menschen Gottes Wort? Wenn Sie erkennen wollen, ob Sie Gott wirklich lieben, dann fragen Sie sich, halten Sie Gottes Wort? Er sagt, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn wir Christus lieben, dann werden wir seine Worte halten. Dass wir seine Worte halten, zeigt, dass wir ihn lieben.
Viele Menschen fragen heute, liebst du Gott, liebst du Christus? Die knopfen an ihre Türen und wollen ihnen das Wort Gottes verkünden. Halten sie die Gebote Gottes? Halten sie zum Beispiel den Sabbat? Die Antwort ist nein, der Wahrscheinlichkeit nach. Nun, ich sage jetzt nicht, dass sie mit denen jetzt anfangen sollen zu diskutieren und denen zu sagen, dass sie Gott nicht wirklich lieben, aber sie müssen das begreifen. Sie müssen begreifen, wer Gott wirklich liebt. Derjenige, der Gottes Wort hält. Nicht perfekt, weil wir alle nicht perfekte Menschen sind, aber die Grundtendenz, die Richtung ist die, Gottes Wort zu halten. Und wenn wir uns dann verfehlen, wenn wir sündigen, dann werden wir zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten und er wird uns vergeben, weil wir das Opfer Jesu Christi erneut für uns in Anspruch nehmen und er ist für uns gestorben, sodass wir Vergebung erhalten können. Und wir werden dann fortfahren auf dem Weg der Wahrheit, den uns Gott gezeigt hat. Und wir werden fortfahren, ihn auf die richtige Art und Weise zu lieben. Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7. Und wie ich sagte, alles dies ist nur möglich, dadurch, dass der Heilige Geist mit ihnen wirkt und letztendlich in ihnen ist. Ansonsten können sie Gott nicht in der Weise lieben, wie wir ihn lieben sollen, können sie nicht das Gesetz halten, wie wir es halten sollen. Johannes Kapitel 7, die Verse 16 und 17. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen, also den Willen Gottes, tun will, wird er inne werden, wird er erkennen, wird er die Wahrheit begreifen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Schauen Sie, eine gute Weisung hier. Wenn man wirklich Gottes Willen tun will und dann auch beginnt zu tun, dann werden wir erkennen, ob das, was uns die Bibel hier lehrt, der Wahrheit entspricht oder nicht. Denn wenn wir Gottes Willen tun, wird dies automatische Segnungen mit sich bringen. Die Bibel sagt uns zum Beispiel im Buch Maleachi, dass wir Gott prüfen sollen, ob er uns nicht segnen wird, wenn wir ihm den Zehnten zahlen. Nun, die meisten Menschen heute glauben auch nicht mehr daran, dass wir den Zehnten zahlen müssen und tun es auch nicht. Und von daher werden sie auch die Segnungen Gottes nicht empfangen. Gott sagt nämlich, wenn wir den Zehnten nicht zahlen, befinden wir uns unter einem Fluch, nicht unter einem Segen. Aber schauen Sie, das sind viele Beispiele, dass wenn man den richtigen Weg geht, werden damit automatische Segnungen verbunden sein. Und die beste Segnung ist natürlich die der Geistlichkeit. Mit anderen Worten, dass man den geistlichen Segen der Erkenntnis erlangt. Den geistlichen Segen des Glaubens, der Reue, der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit, des Heiligen Geistes, letztendlich dann des ewigen Lebens. Das ist ein Beweis dafür, ob das, was die Bibel lehrt, wahr ist. Es ist sogar auch ein Beweis für die Existenz Gottes, der ja letztendlich die Bibel inspiriert hat. In Johannes Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Johannes Kapitel 8 und Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Schauen Sie, manche lesen da einfach drüber hinweg. Er sprach zu denen, die an ihn glaubten. Die glaubten daran, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Heute glauben viele Menschen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Irgendwie, obwohl sie dann auch in eine Dreieinigkeit glauben. Und das entsteht in gewisser Weise da ein Widerspruch, weil nämlich Jesus Christus ja gestorben ist. Und Gott sagen, sie kann nur als Dreieinigkeit existieren und kann natürlich auch da nicht sterben. Und dann sagen sie, nun Christus ist an sich gar nicht gestorben. Aber die glaubten hier an Jesus und gleichwohl ist das nicht genug. Denn er sagt nämlich hier, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Okay, die können sich Jünger nennen. Die können sagen, wir glauben an Christus, aber Christus sagt, ihr seid nur wirklich dann meine Jünger, wenn ihr meinem Wort bleibt, wenn ihr mein Wort weiterhin behaltet. Und schauen Sie, was er dann noch sagt in Vers 32, und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch dann frei machen. Frei von allem Irrtum. Schauen Sie, wenn wir gehorsam sind, dann werden wir mehr und mehr die Wahrheit erkennen. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn wir uns weigern, Gott zu gehorchen, werden wir die Wahrheit auch nicht erkennen. Und diejenigen, die heute ihnen etwas lehren und sie meinen, sie könnten hier die Wahrheit von denen erkennen, die aber Gott nicht gehorchen, warum wollen sie von denen Wahrheit entgegennehmen? Was sagt uns Johannes? Wenn jemand sagt, ich kenne Gott und hält seine Gebote nicht, ein solcher ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Meine Damen und Herren,
Achten Sie genau darauf, was gelehrt wird. Ob das, was gelehrt wird, mit dem im Einklang steht, was die Bibel beschreibt. Und wenn nicht, dann wissen Sie, wenn es sich um grundsätzliche Dinge handelt, da kann man die Wahrheit nicht finden. Warum wollen wir dann versuchen, sie dort zu suchen? Wenn eine Person die Wahrheit hört, aber nicht darauf reagiert, weiterhin in Sünde lebt, weiterhin so lebt, wie die Welt es tut, weiterhin den Vergnügungen der Welt nachjagt, dann mag dies eine starke Andeutung dafür sein, dass diese Person zurzeit nicht von Gott berufen ist. Oder wenn sie berufen ist, dass sie zurzeit nicht willens ist, diesem Ruf zu folgen. In Johannes Kapitel 8 lesen wir Vers 34. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und schauen Sie, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Er sagt in Vers 37, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Warum nicht? Nun, weil sie nach wie vor willens waren, die Sünde zu tun. Weil sie nach wie vor willens waren, ein Knecht der Sünde zu sein. Und nicht nur ein Knecht der Sünde, sondern ein Knecht Satans des Teufels, der sie ja verstrickt hatte, wie wir bereits gelesen haben. Verstrickt hatte, verführt hatte, gefangen genommen hatte, die Ungerechtigkeit zu tun. Vers 43. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Nun, die verstanden die Worte, die hörten die Worte, aber sie konnten nicht den Sinn der Worte begreifen, konnten sich damit nicht einverstanden erklären, was da gesagt wurde. Warum nicht? Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Die wollten nicht bereuen, die wollten nicht so leben, wie Christus es sagte. Die meisten Menschen heute wollen nicht so leben, wie uns die Bibel es sagt. Warum? Weil sie nach wie vor den Teufel zum Vater haben, ohne dies vielleicht zu wissen. Aber der Teufel hat die ganze Welt verführt, hat die ganze Welt gefangen genommen. Wir müssen aus dieser Welt heraus berufen werden und wir können dies nur von Gott. Und so sagt er hier, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, der steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das Gleiche kann ich heute sagen. Weil ich heute die Wahrheit Gottes aus der Bibel predige, glauben mir viele heute nicht. Warum? Weil sie zunächst einmal nicht akzeptieren wollen, was gesagt wird. Vielleicht einmal, weil sie es gar nicht erkennen können, weil ihr Sinn nicht offen ist. Dann aber auch, weil sie nicht unbedingt dann so leben wollen, wie die Bibel es vorschreibt. Fahren wir fort zu lesen. In Vers 46. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Er hat ja gerade gesagt, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ich bin nicht vom Teufel, ist seine Argumentation, denn ich habe ja nie gesündigt und ihr könnt mich auch nicht irgendwie einer Sünde überführen. Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, sagt er hier in Vers 47, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Die waren scheinbar gar nicht berufen. Da waren Menschen darunter, die glaubten an Jesus und waren gleichwohl nicht berufen, die Wahrheit zu erkennen. In der grundsätzlichen Form, die er nun auch beinhaltet, dass man der Wahrheit gemäß dann leben muss. Schauen Sie, in Römer Kapitel 8 und Vers 7, aber behalten Sie Ihren Finger hier im Johannesbrief, aber in Römer Kapitel 8 und Vers 7, da wird etwas sehr Grundsätzliches gesagt. Es geht nämlich nicht nur um die Erkenntnis der Wahrheit, es geht auch darum, der Wahrheit gehorsam sein zu wollen und zu können. Und diejenigen, die nicht von Gott berufen sind, und das sage ich ganz dogmatisch, denn die Bibel sagt es ganz dogmatisch, können der Wahrheit nicht gehorsam sein. Schockiert Sie das? Römer Kapitel 8 und Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft
gegen Gott. Er sagt ja hier vorher, wir sind nicht mehr fleischlich gesinnt, wir leben nicht mehr nach dem Fleische, sondern nach dem Geist. Aber fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Der fleischliche Mensch kann Gottes Gesetz nicht untertan sein. Und das ist auch ein Grund dafür, meines Erachtens, warum heute auch im orthodoxen Christentum gelehrt wird, dass das Gesetz abgeschafft ist. Weil irgendwie erkennt man so, dass man dem Gesetz ja gar nicht untertan ist, sein kann. Und deswegen sagt man, ja, man braucht es auch nicht mehr. Es ist abgeschafft. Aber es ist keineswegs abgeschafft. Gott will, dass wir es halten. Gott zeigt uns einen Weg, es zu halten. Und dieser Weg ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist, den Gott uns anbietet, nachdem wir gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und der dann auch in uns bleibt, solange wir diese Voraussetzungen weiterhin erfüllen. Das ist, was Pfingsten uns lehrt. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, denen, die Gott gehorchen. Und die nach wie vor weiterhin Gott gehorchen wollen und es auch tun. Und nun lebt der Geist in uns, nun lebt Jesus Christus, Gott der Vater, in uns durch den Geist. Und so können wir ihm mehr und mehr gehorchen. Aber wir müssen es auch wollen. Aber der fleischliche Sinn ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und er kann es auch nicht, weil eben dem fleischlichen Sinn der Geist Gottes nicht gegeben worden ist. Kehren wir zu Johannes Kapitel 10 zurück. Johannes Kapitel 10 und Vers 25. Johannes Kapitel 10 und Vers 25, da heißt es, Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Obwohl Christus gewaltige Werke tat, glaubten die Menschen doch nicht, denn sie gehörten nicht zu den Berufenen. Sie gehörten nicht zu denen, die damals berufen waren und konnten von daher auch nicht glauben. In Johannes Kapitel 12 und Vers 37. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Damit erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, der da sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Wodurch? Nun, weil er sie nicht berufen hat, weil er ihnen die Gabe des Glaubens nicht gegeben hat. Und von daher waren sie nach wie vor in den Fängen des Teufels, der die ganze Welt verführt. Und letztendlich kann der Teufel natürlich nichts tun, es sei denn, Gott lässt es zu. So von daher hat Gott dann die Herzen der Menschen verstockt. Aber wir müssen verstehen, was damit gemeint ist. Dadurch, dass eben er die Herzen der Menschen nicht erleuchtet hat. Und deswegen konnten sie damals nicht glauben und können auch heute es nicht. Sie können nur dann glauben, wenn Gott uns das Geschenk des Glaubens gibt. Er sagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Denn ihr Zeitpunkt der Bekehrung war damals noch nicht gekommen. Und Gott hat seine Gründe dafür, warum er heute gewisse Menschen beruft und andere nicht. Und er weiß genau, wann der Zeitpunkt der beste ist, für alle Menschen berufen zu werden. Und so sagt er hier, Vers 41, das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah, die Herrlichkeit Christi, und redete von ihr. Schauen Sie, Gott beruft heute nur sehr wenige. Und auch das ist etwas, was uns das Pfingstfest lehrt. Heute beruft Gott nur die Erstlinge, die Erstlingsgarbe sozusagen, die Erstlingsfrüchte. Und wenn Sie heute Gottes Geist haben, gehören Sie zu den Erstlingen. Nun, der Ausdruck Erstling besagt, dass andere nachfolgen werden, aber eben nicht heute. Jedenfalls nicht im großen Maße. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 1 an. Jakobus Kapitel 1 und Vers 18. Jakobus Kapitel 1 und Vers 18. Da heißt es, er hat uns geboren, besser gezeugt,
Wir sind, wie ich sagte, gezeugte, geistgezeugte Kinder Gottes, noch nicht wiedergeboren. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir Geist. Wir werden dann im Reich Gottes sein und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wir sind aber gezeugt durch den Geist. Nach seinem Willen. Schauen Sie, nicht durch unseren Willen, nicht aufgrund des Willens anderer, nicht aufgrund der Tatsache, dass andere mit überschwellenden Worten der Weisheit, der menschlichen Weisheit zu uns gesprochen haben. Nein, wir sind gezeugt worden nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, das wir eben anerkannt haben, nachdem wir heute leben, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Erstlinge. In Offenbarung Kapitel 14 und Vers 4 wird ebenfalls über die gesprochen, die in der ersten Auferstehung sein werden. Schauen Sie, die Erstlinge werden in der ersten Auferstehung sein. Die anderen, die nicht Erstlinge sind, werden dann in der zweiten Auferstehung sein. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 4. Diese sind es. Er sprach gerade von denen, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Es geht hier auch um geistliche Befleckung, dass man sich fernhält von den falschen geistlichen Lehren der Hure, die in Offenbarung 17 beschrieben wird. Nein, sie blieben jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, Jesus Christus, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen und Erstlinge für Gott und das Lamm. Also sie wurden aus der Masse der Menschen herausberufen, erkauft. Wir sind ja heute nicht mehr Sklaven Satans, sondern Christus hat uns durch sein Blut gekauft und wir werden Erstlinge genannt für Gott und für das Lamm Jesus Christus. Kehren wir zu Römer Kapitel 8 zurück. Römer Kapitel 8 und Vers 23. Römer Kapitel 8 und Vers 23. Er spricht hier über die gesamte Schöpfung, die darauf wartet, dass wir verwandelt werden zu Geistwesen und dann zusammen mit Gott, dem Vater und Jesus Christus, diese Schöpfung verschönern können, wiederherstellen können in den herrlichen Zustand, den sie einmal hatte. Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Aber wir haben den Geist als Erstlingsgabe, andere werden den Geist später erhalten. In der zweiten Auferstehung, wenn sie dann berufen werden und wenn sie sich dann bekehren, auf die gleiche Art und Weise, wie wir das heute tun, indem sie bereuen, indem sie glauben, indem sie dann den Heiligen Geist erlangen und dann die Möglichkeit haben, in Wahrheit zu leben, in Gerechtigkeit und sich dann qualifizieren für das Reich Gottes. Aber wie gesagt, heute beruft Gott nur sehr wenige zum Heil. Und wenn sie zu denen gehören, die berufen sind, dann folgen sie diesem Ruf und vor allen Dingen leben Sie danach. In Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 lesen wir die Verse 22 bis 24. Lukas Kapitel 13 und die Verse 22 bis 24. Ringet darum. Er spricht Sie an. Er spricht mich an. Diejenigen, die die Wahrheit erkennen können. Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Fangen wir in Vers 22 an, weil ich hier den Zusammenhang ein wenig zeigen will. Er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Vers 23, es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Und er sprach zu ihnen, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Schauen Sie, die haben etwas vom Reich Gottes verstanden und die wollen versuchen, da hineinzukommen, aber die werden es nicht können. Warum? Nun, weil sie nicht berufen sind, in das Reich Gottes hineinzugelangen, in diesem Zeitpunkt. Und weil sie natürlich auch nicht der Wahrheit gemäß leben wollen. Aber Christus spricht uns an, die wir berufen sind, und sagt, ihr müsst aber auch trotzdem noch danach ringen. Das geht nicht automatisch, in das Reich Gottes hineinzugelangen. In Matthäus 7, die Verse 13 und 14.
Gott hat uns die Erstlingsgabe des Geistes gegeben, oder wenn Sie sich auf dem Weg der Bekehrung befinden, dann bietet er Ihnen diese Erstlingsgabe an. Und er erwartet von Ihnen, dass wir diese Gabe benutzen. Matthäus Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Verdammnis nicht ein ewiges Leben in der Hölle. Verdammnis bedeutet so viel wie, wenn man die Wahrheit erkannt hat und sie dann wieder ablehnt, dann wird dies zu dem ewigen Tod führen. Und heute ist der Weg zunächst einmal sehr weit hin zum ewigen Tod. Aber das bedeutet noch nicht unbedingt, dass die Mehrheit der Menschen jetzt diesen ewigen Tod erleiden wird. Zunächst einmal hat die Mehrheit der Menschen die Wahrheit noch nicht erkannt. In der zweiten Auferstehung wird ihnen dann der Weg zur Wahrheit gezeigt. Sie müssen aber nach wie vor dann von der Verdammnis, dem ewigen Tod, erlöst werden. Und dieser Weg bedeutet natürlich, sie müssen Jesus Christus anerkennen, wie wir das heute tun müssen. Aber heute ist für die meisten Menschen der Weg breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und heute sind es wenige, die ihn finden. Die ihn finden. Die suchen und die finden. Aber die können nur deshalb suchen und die können nur deshalb finden, weil Gott sie berufen hat. Aber wie ich sagte, mit der Berufung kommt Verantwortung. In Matthäus Kapitel 10, die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Warum? Warum sagt Christus dies? Weil er eine Spaltung aufzeigt zwischen denen, die berufen sind, und denen, die nicht berufen sind. Schauen Sie, es geht nicht darum, dass die Berufenen jetzt anfangen, Streit zu finden und zu machen mit den Hausgenossen, sondern es geht darum, dass die Berufenen den Weg Gottes gehen. Und die, die nicht berufen sind, selbst wenn sie in ihrem eigenen Hause leben, die können das nicht verstehen und werden jetzt anfangen, die Berufenen zu verfolgen. Und es geht natürlich auch darum, dass die berufen sind, den Weg in konsequenter Weise gehen müssen. Die müssen danach ringen, auf dieser engen Pforte weiterzugehen, um in das Reich Gottes zu kommen. Er sagt in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Mit anderen Worten, wenn man um die Liebe zur Mutter oder zum Vater oder zum Sohn oder zur Tochter anfängt, Kompromisse zu schließen und das Gesetz Gottes nicht zu halten, weil man will ja die nicht verletzen. Wie kann man denn den Sabbat halten, wenn die wollen, dass man am Sabbat halt die Dinge tut, die man nicht tun soll? Christus sagt, okay, dann seid ihr aber meiner nicht wert. Und er sagt dann in Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Er muss also in der Lage sein, willens sein, auch für die Wahrheit Verfolgung zu erleiden und zu erdulden. Wer sein Leben findet, sein physisches Leben, mit Genuss verbringt, den vorübergehenden Genuss der Sünde lebt, der, sagt Christus, wird es letztendlich verlieren. Denn er wird dann die Strafe für diese Verfehlungen tragen müssen. Wer aber sein Leben sogar verliert um meinetwillen, wer sogar stirbt, weil er die Gerechtigkeit lebt, der wird es finden. Er spricht jetzt hier vom ewigen Leben. Das ist der Preis, den wir willens sein müssen zu zahlen. Kein Wunder, dass so viele heute wahre Christen keineswegs sind, weil sie nicht willens sind, einen solchen Preis zu zahlen. Vielleicht auch gar nicht verstehen, wie das überhaupt möglich ist. In Matthäus 13 lesen wir Vers 44. Matthäus 13 und Vers 44. Da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker. Schauen Sie, es ist verborgen im Acker. Nicht für jeden sichtbar. Den ein Mensch fand und weiterhin verbarg. Also er ging nicht aus, um alle jetzt davon Mitteilung zu machen. Er verstand, dass Gott einen Plan hatte für ihn. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Er war willens, durch die enge Pforte zu gehen. Nun, Christus hat vielfach in Gleichnissen gesprochen.
Wir hatten dies in vorangegangenen Predigten bereits gelesen. Er hat in Gleichnissen gesprochen, damit die meisten Menschen nicht verstehen sollten, was die Geheimnisse des Himmelreiches sind. Und er hat dann seinen Jüngern gegenüber diese Gleichnisse erklärt. Kurz zusammengefasst, weil ich schon jetzt auch wiederum zum Ende der Predigt gelangt bin, hat er es getan, auch um zu verhindern, dass diejenigen, die nicht berufen waren, die Wahrheit nehmen würden, quasi Schweine sein würden, vor die die Perlen geworfen wurden, dann diese Perlen zertreten würden und dann herumgehen würden, um diejenigen, die die Wahrheit hatten, zu zerreißen und zu zerfleischen. Und Christus hat uns gewarnt, die Perlen nicht vor die Säue zu werfen. Und so hat er damals in Gleichnissen gesprochen und nur wenige konnten die Gleichnisse damals verstehen, aber auch nur deshalb, weil Christus sie ihnen auslegte. Und schauen Sie, heute ist das ähnlich. Nun, wir lehren heute vieles über das Internet in diesen Predigten, aber die meisten heute sind daran gar nicht so sehr interessiert, wenn es mehr ins Detail geht, und schalten ohnehin ab. Aber auch hier muss ich sagen, dass wir nicht keineswegs alles predigen, was wir wissen, weil wir eben eingedenk sind der Tatsache, dass wir nach wie vor eine Verantwortung haben, das Evangelium als ein Zeugnis zu predigen in aller Welt, und dann wird das Ende kommen. Aber die Geheimnisse Gottes, die bleiben nach wie vor denen vorbehalten, die von Gott berufen sind und in der Kirche sind. Schauen Sie, wenn Sie sich Matthäus Kapitel 28 anschauen, da wird deutlich gesagt, wie der Vorgang aussieht. In Matthäus Kapitel 28, da wird nämlich gesagt, was er seinen Jüngern sagt, in Vers 19, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Mache zu Jüngern alle Völker. Mit anderen Worten, man lehrt die Völker, diejenigen, die sich auf diese Lehren einlassen, was die Wahrheit ist, was notwendig ist, um den Heiligen Geist erlangen zu können. Und so sagt er auch, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, was nicht bedeutet, dass dies eine Dreieinigkeit wäre, es bedeutet, dass man jemanden in die Gottfamilie hineintauft, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn besteht, die aber durch den Heiligen Geist wirken. Und wenn das geschehen ist, dann heißt es, und dann lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also die Reihenfolge ist zunächst einmal, das zu predigen, was notwendig ist, damit man sich taufen lassen kann. Und wenn man dann getauft ist, dann lehrt man mehr. Weil nun das Verständnis gekommen ist, durch den Heiligen Geist noch mehr Dinge begreifen zu können. Und so gesagt, lehren wir nicht alles über das Internet, aber wenn uns Leute dann, die meines Erachtens berufen sind, weiterhin Dinge fragen, so werden wir denen Antwort geben. Und vielfach ist nicht das unbedingt die Antwort, die sie gerne hören wollen, weil nämlich mit der Antwort auch Verantwortung kommt. Aber wie gesagt, wir lehren heute, was notwendig ist. Und wir verfolgen auch den Befehl Gottes, das Evangelium als ein Zeugnis, lediglich als ein Zeugnis zu predigen. Nicht mit dem Bestreben, sie alle hier bekehren zu wollen. Weil wir wissen, dass das ohnehin unmöglich wäre. Ich kann niemanden bekehren. Nur Gott kann es. Wenn das Wort der Predigt erfolgt, wenn Gott mit ihnen wirkt, dann können sie zur Bekehrung kommen, wenn sie das Wort der Predigt hören und akzeptieren und erkennen, dass das, was gesagt wird, dem Willen und dem Wort Gottes entspricht. Als letzten Punkt möchte ich kurz noch erwähnen, dass wenn Sie ein bekehrter Christ sind, wenn Sie wirklich den Heiligen Geist haben, sagen wir einmal, Sie sind mit jemandem verheiratet, der den Heiligen Geist nicht hat. Und Sie werden möglicherweise auch Schwierigkeiten mit einer solchen Person bekommen, wie wir das gerade gelesen haben. Gleichwohl haben Sie eine Verantwortung und Sie können dazu beitragen, durch Ihr Leben, so wie Sie leben, dass Ihr Ehepartner, der noch nicht bekehrt ist, möglicherweise vielleicht bekehrt werden kann. Wie kann das sein? Nun, in 1. Korinther Kapitel 7 lesen wir die Verse 12 bis 16. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 12 bis 16.
Da sagt Paulus, den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder, also ein Bruder ist jemand, der ein bekehrter Christ ist, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Wir hatten ja über das Mysterium der Ehe gesprochen. Hier wird eine Anweisung uns gegeben. Und wenn eine Frau oder eine Schwester, also jemand, der eine bekehrte Christin ist, einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, die Schwester. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann, den Bruder. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Schauen Sie, Paulus sagt später deutlich, in 1. Korinther 7 und Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, schauen Sie, der Tod ist wiederum mit einem Schlaf verglichen hier, so ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Und was damit gemeint ist, wird deutlich zum Beispiel in der Guten Nachricht zum Ausdruck gebracht, die übersetzen, nur soll sie einen christlichen Mann heiraten. Also Paulus sagt keineswegs, dass wir, wenn wir bekehrte Christen sind, jetzt jemanden heiraten sollen, der nicht bekehrt ist. Aber er spricht hier eine Situation an, wo eine solche Ehe bereits besteht. Wo eine christliche Frau einen ungläubigen Mann hat oder ein christlicher Mann eine ungläubige Frau. Die sollen sich nicht scheiden lassen, sagt Paulus, wenn es dem ungläubigen Partner gefällt, weiterhin bei der Frau, bei dem Mann zu leben. Denn dieser ungläubige Partner ist geheiligt, sagt Paulus. Das bedeutet, er ist ausgesondert zu dem Zweck der Berufung. Der Ruf durch die Frau kann an ihn oder kann an sie ergehen, durch den Mann, der gläubig ist. Aber die Verantwortung ist nach wie vor die, dass der ungläubige Partner auf diesen Ruf reagiert. Das ist mit geheiligt gemeint. Heilig sein bedeutet, ausgesondert zu sein zu einem heiligen Zweck. Und das Gleiche gilt für die Kinder. Schauen Sie, wenn nur ein Ehepartner ein bekehrter Christ ist, heißt es, sind die Kinder geheiligt. Durch den Einfluss des gläubigen Elternteils haben die Kinder die Möglichkeit, später auf die Berufung Gottes zu reagieren. Die Wahl liegt nach wie vor bei denen. Da ist keine Garantie dafür vorhanden, dass sie auch wirklich dann darauf reagieren. Aber die Verantwortung wiederum ist eine sehr gewaltige für den christlichen Eheteil, den Ehepartner, das Elternteil. So zu leben, wie es dem Wort Gottes entspricht, sodass der ungläubige Ehepartner, sodass die Kinder dieses gute Beispiel sehen und letztendlich dann auf die Berufung Gottes reagieren. Wie ich am Anfang beider Predigten sagte, es geht darum, dass wir, wenn wir von Gott berufen sind, uns der Berufung würdig erweisen. Es geht aber auch darum, dass wir erkennen, dass wir nichts getan haben und nichts von uns aus tun können, was uns überhaupt befähigt, berufen zu werden und der Berufung gemäß würdig zu leben. Alles dies kommt von Gott. Alles dies sind Geschenke, die von Gott kommen. Und so haben wir keinerlei Grund, uns irgendwie aufzublasen oder stolz zu sein oder zu meinen, dass wir aufgrund von unserer eigenen Fähigkeit heraus diese Dinge heute besitzen, die anderen nicht besitzen. Im Gegenteil, Gott gibt uns diese Geschenke der Berufung durch seinen Geist, den Geist der Wahrheit, den Geist der Erkenntnis, durch den auch der Glaube kommt, durch den auch die Reue kommt, durch den auch die Rechtfertigung und Gerechtigkeit kommt, um einer Verantwortung gerecht zu werden, um ein gerechtes Leben führen zu können, als ein Beispiel, ein Vorbild anderen gegenüber, sodass wir Botschafter Christi sind, den Weg Jesu Christi repräsentieren. Seien wir dankbar dafür, dass Gott uns dieses Privileg gegeben hat, dass wir heute Erstlingsfrüchte sein können vor seiner Schöpfung. Aber gleichwohl seien wir auch sehr bewusst darüber, dass wir eine Verantwortung haben, dieser Verpflichtung, dieser Erstlingsgabe gemäß würdig zu leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.